Ja, servus meine Freunde, willkommen zur ersten Folge Mr. Angezockt poppt. Und es ist nicht USK 18, also darum geht es nämlich um Funko Pops. Die guten Stücke haben es mir angetan, seitdem ich immer in den Lootboxen, Get Digital, was es alles war, immer mal einen drin hatte. Und jetzt die letzte Zeit habe ich mich einfach immer ein bisschen mehr mit dem, was ich habe, durch die Boxen, das waren ja auch 10 Stück oder sowas, beschäftigt und mir gedacht, naja, den einen oder anderen kannst du dir noch holen, dass ich so ganze Sets zusammenkriege. Und heute mache ich mein erstes Funko Pop Unboxing Video neben meinen Gaming Videos, die wieder kommen werden. Aber heute bleiben wir mal bei den Pops und sprechen nicht über das Zocken, auch wenn es echt geile Gaming Pops gibt, aber gucken wir mal. Naja, was habe ich jetzt hier vor mir? Also es ist erstmal eine Riesenkiste, also wirklich riesig. Habe ich was bestellt bei Pop in a Box. Ich mache den Link auch unten rein, dass ihr einfach mal gucken könnt. Pop in a Box hatte mich persönlich sehr gut angesprochen, weil man kann sich quasi seine Wunschpops zusammen machen und kriegt dann, wenn man ja quasi per Zufall einen seiner Wunschpops geschickt. Also man hat so den Effekt einer Mystery-Box, Überraschung, aber eigentlich ist es doch genau das, was man will, weil man sich selbst rausgesucht hat. Das fand ich sehr cool. Da gibt es verschiedene Pakete. Ich habe mir das kleinste Paket geholt, also dass ich so im Monat mal einen Pop geschickt kriege. Und darum habe ich halt gedacht, naja, bevor ich mir nur diesen einen Pop bestelle, hatten die auch noch eine Damaged Box für gar nicht viel Geld und es sind 4 Pops drin, wobei da habe ich ein bisschen Angst davor. Es sind nämlich nicht nur 4 Pops, sondern also entweder Pop Dorp oder ich weiß nicht, wie die dritten Figuren von Funko heißen, aber die beiden anderen letzteren interessieren mich nicht so. Darum hoffe ich, dass ich Glück habe und da einfach ein paar Pops drin sind und ja, ich einfach mal gucken kann, ob ich da was Schönes kriege und so meine Sammlung ein bisschen aufbauen darf. Ich habe natürlich hier noch ein paar DC, ein paar Marvel Sachen stehen, die einfach schön sind, aber naja, wir gucken mal, wir lassen mal überraschen. Aber jetzt fangen wir einfach mal mit dem das ist Mystery, da gucken wir gleich nach. Es gab noch ein Set, das hier, Riesenkarton, hat 10 Euro gekostet, sind... Also ich weiß, was drin ist, weil es angezeigt wird, aber für 10 Euro hat es sich einfach gelohnt. Da können wir aber mal zusammen reingucken. Und da muss man ja sagen, durchaus, wenn ihr auch nicht Popper, nicht Funko-Pop-Begeisterte jetzt durch meinen Kanal einfach mit dazuschauen. Und so ein Funko-Pop kostet 10, 15 Euro in den Läden, wo man kaufen kann, online auch. Aber durchaus gehen die Pops echt ins Geld, wenn sie in die Jahre kommen oder ein paar seltene haben oder irgendwelche Aufkleberchen drauf haben zu irgendwelchen Conventions, wo es die speziell gab. Darum gibt es da viel Schönes und wenn ich natürlich jetzt hier einen echten Funko Popper dabei habe, ihr wisst das natürlich. Also genau, also das hier ist die Box, die ich bei Pop in the Box bestellt hatte. 10,95 hat sie glaube ich gekostet und das ist eine der Pops drin, die ich haben will und das heißt, die anderen beiden Sachen, die da drin sind, sind eigentlich Zugabe. Und da habe ich gedacht, naja, dann kannst du es holen. Und darum holen wir ihn mal raus, den ich haben will. Ich stehe total auf Venom. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist Venom Pool. Oh, die Box hat aber ganz schön einen abgekriegt. Das ist ein bisschen schade, die ist hier unten eingedellt, aber das kriege ich wahrscheinlich raus. Aber ansonsten sieht sie echt gut aus. Das ist Venom Pool, eine Mischung aus Venom und Deathpool. Muss man mal gucken, wie ich die hier reinkriege. Gehört in eine Marvel-Serie, aber alles, was mit Venom zu tun hat, finde ich echt cool und werde ich auch sammeln. Und den finde ich sehr, sehr nice. Hat auch einen Pop-in-the-Box-Exclusive-Aufkleber, also den gibt es nur bei Pop-in-the-Box. Die haben einen deutschen Shop, aber verschicken nicht auf Deutschland. Darum hat es ewig gedauert und ich habe quasi ein Paket bestellt und es kam irgendwie total aufgeteilt. Aber gut, und dann das hier ist ein Dorp, ist auch von Funko, auch Pop-in-the-Box-Exclusive, hat hier unten seinen Aufkleber dran. Ich stehe persönlich nicht so auf die Dorps, darum werde ich den verkaufen, aber auch der kostet halt seine paar Euro und darum im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Hier neben gibt es auch noch Dark Phoenix, Storm, Cyclops,
Aber wie gesagt, ist jetzt nicht so meins, der Dorp. Darum stelle ich den mal auf den Kratzbaum, dass er nicht hier im Weg steht. Im Übrigen, ihr seht mich in meiner neuen Wohnung. Ich habe ja schon längere Zeit keine Videos mehr gemacht. Und das hier ist so mein Zimmer. Da darf ich mein ganzes Nerd-Zeug aufstellen. Muss nur ordentlich aussehen, sonst kriege ich geschimpft. Und noch ein Pop-in-the-Box-Exclusive. Das wusste ich gar nicht, dass er das ist. Es ist Charlie Brown von den Peanuts. Ich werde hier nochmal irgendwie anders einblenden. Aber da muss ich sagen, ja, ich mag Charlie Brown. Aber ich mag ihn jetzt nicht als Funko. Da ich nur eine begrenzte Anzahl an Fläche habe, wo ich was stellen kann, werde ich mich dann durchaus auf andere konzentrieren. Ist von 2017 aber schon. Aber wie gesagt, auch den werde ich eher, keine Ahnung, eBay oder Kleinanzeigen packen. Aber da muss ich sagen, das Set, die drei Figuren für einen Zehner, kann man nicht meckern. Gerade wenn die Pop-in-the-Box Exclusive-Dinge kosten, wenn ich ihn so im Shop kaufen würde, hätte er glaube ich 17,95 gekostet und da kann man überhaupt nichts sagen. Und da sage ich, Venom ist cool, darf in mein Regal. Das kann ich euch gerne im gesonderten Video nochmal zeigen. Meine Sammlung bisher, sie ist nicht weltbewegend groß, aber ich werde mich auf ein paar Themen konzentrieren. Aber eins nach dem anderen. Hier. Mein monatlicher Pop in the Box. Überraschungspop. Ich bin gespannt. In meinen Favoriten habe ich mehr Venom-Pops, also die ganzen Venomized. Es gibt Venomized Hulk, es gibt Venomized Captain America. Ich habe da drüben schon stehen Venomized Black Panther, Venomized Loki. Das sind quasi Loki-Figuren. Und das ist die Katze, die jetzt auch unbedingt ein bisschen Fame abgreifen will. Also mindestens die eine der beiden. Ach, ich habe was auf deinen Baum gestellt. Ach ja. Entschuldigung, Katze. Da sind viele Favoriten drin. Und dann natürlich noch ein paar Pop-in-the-Box-Exclusive-Figuren, die man halt nur bei denen kriegt. Und darum gucken wir mal rein. Ich mach's mal auf. Tja, vielleicht sollte ich nächstes Mal die Kamera näher ranstellen, dass ich im Display erkennen kann, was es ist. Oh, es ist eine Batman-Figur. Also es ist nicht Batman, es ist so quasi Harley Quinn in ihrem Doktor-Outfit. Dr. Harley Quinzel, Pop in the Box Exclusive. Und da sage ich, auch hier für die Box zahle ich 10,95 inklusive Porto und es kommt aus USA. Auch die Box sieht ganz gut aus. Hier hat sie ein kleines Loch, aber okay. Und der Aufkleber ist nicht so schön. Quasi Harlequin in ihrem Dr. Harleen Quinzel Pop in the Box Exclusive Outfit. Wie gesagt, ich blende das hier dann nochmal irgendwie drüber, dass man das jetzt ein bisschen schöner und ein bisschen näher sieht. Muss ich für nächstes Mal bedenken, kommt aus der Animated-Serie von Batman, also aus der Comic-Serie. Die Folge persönlich kenne ich nicht, aber Batman Pops finde ich extrem cool. Drüben, ich sammle noch die DC Bombshells für jemanden, der da was sagt und für den das was sagt. Das ist eine Comic-Serie, auch von DC. Und da habe ich auch Harlequin, also Joker und Wonder Woman zeige ich euch alles irgendwann mal. Aber jetzt kommen wir eigentlich in die Mystic Box. Wie gesagt, so ein Pop kostet, keine Ahnung, wenn man sie sich neu kauft, ich sag mal 15 Euro. Und jetzt habe ich mir eine Damaged Box gekauft, eine Mystic Damaged Box. Da sind vier zufällige Pops drin. Die natürlich kaputt sein können, also nicht die Pops, sondern meistens die Verpackungen kaputt. Wenn man sich das bei den großen Ami-YouTubern anguckt, komischerweise sind dann nie die Pops großartig kaputt und sie kriegen immer was Geiles raus. Aber ich bin jetzt hier sehr gespannt, was da drin ist und muss sagen, wie gesagt, ich hoffe, es sind Funko-Pops und nicht irgendwelche anderen Krempel, den ich nicht mag. An sich werde ich den Rest aber, den ich nicht mag, eh in eBay verkaufen oder in Kleinanzeigen.
Und darum gucken wir mal. Achso, das hier kann ich ja. Oh, ist schon offen. Oh, steht sogar drauf. Mystery Pop. THG Look Fantastic. So, ich bin gespannt. Ich guck mal nicht rein. Ich stelle sie einfach dahin. Ich zeige sie euch auch nicht vorher. Ich habe viel Papier gekriegt und bin jetzt sehr gespannt. Also, kein Dorp, kein. Ich fühle erst mal. Ich muss mal gucken. Okay, die Dorfpackungen sind kleine und hier ist noch was ganz Großes drin. Und die Katze ist im großen Karton. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit das gewaschen habe. Okay, hier ist was ganz Großes drin. Das holen wir als letztes raus. Oh. Ja, muss ich sagen, Harry Potter, große Serie, sorgt bei mir nicht so sehr für Begeisterung und vor allem Harry Potter. Ja, es ist toll, in einem Karton voll Papier rumzuklettern. Ich weiß es, Katze. Harry Potter mit einem gebrochenen Arm in Schlafanzug. Die Box hat hier neben tatsächlich einen mal weggekriegt. Da hat man einen leichten Knick, aber eigentlich gar nicht so weltbewegend. Im Aufkleber kann ich jetzt nicht erkennen, von wann das Datum ist. Normal kann man das da mal rauslesen, aber ist, glaube ich, ein aktueller. Also Harry Potter im Schlafanzug mit gebrochenem Arm. Ja, ich stehe nicht so auf Harry Potter. Also ich mag Harry Potter, den Film. Ich mag die Harry Potter Pops nicht so sehr, aber da muss ich sagen, Harry Potter ist so ein Ding. Das kriegt man verscherbelt. Oh, jetzt habe ich geguckt. Ich glaube, ich habe mindestens noch mal ein. Sehr schön. Ah, da ist das Plastik. Ja, keine Ahnung, warum die Kamera jetzt ausgegangen ist. Schade. Ich hoffe, dass sie Ant-Man noch drauf hatte. Nein, es war nicht Ant-Man, es war Hank Pym von Ant-Man and the Wasp. Ein Marvel-Pop. Ja, schade, dass hier ein bisschen das Fenster kaputt gegangen ist, aber okay. Nicht kaputt gegangen, sondern verknittert ist. Aber okay, gegen ein Marvel-Ant-Man-Pop in einem extrem coolen Anzug. Wie gesagt, ich blende es gleich nochmal ein. Kann man da nichts sagen. So, aber es sieht schon mal gut aus. Mein Schnitt, na gut, für was das große ist, weiß ich nicht. Aber aus 4, 3 Funkos, Pops finde ich gut. Ach, wie witzig. Okay, auch jetzt nichts, was ich mir ins Regal stellen würde, aber witzig. Coming to America, ich würde sagen, auf Deutsch heißt der Film Prinz von Zamunda mit Eddie Murphy. Und das ist auch der Eddie Murphy als Prinz von Zamunda, Prinz Akim. Genau, und sein Diener hieß Sammy. Sehr witzig. Witziger Pop, muss man schon sagen. Sieht echt cool aus, also tolle Details. Ich muss sagen, da habe ich Glück bei allen dreien jetzt bisher gehabt. Gut, Harry Potter im Schlafanzug ist ein gebrochener Arm. Ist jetzt nicht so spannend, aber der Hank Pym in seinem Anzug. Der Anzug ist sehr detailliert und auch hier jetzt bei Prinz Akim. Er hat die Goldkette um, er hat seinen Fellmantel um und die Mütze auf. Also sehr, sehr cool. Und jetzt bin ich gespannt, was das letzte ist. Das ist nämlich, keine Ahnung, doppelt so groß wie ein Pop. Aber ich weiß nicht, ob die Box wirklich hier kaputt ist. Gut. Ich hab's gesehen. Ach du Schande. Okay, ich kann sagen, die Box hat sich gelohnt und ich werde sie nicht zurückschicken. Meine Fresse, den wollte ich schon immer haben, aber ich bin ja so ein Geizknochen und kaufe ja nur was billig ist oder was cool ist, im Angebot ist. Und das Ding habe ich nie im Angebot gesehen. Ja, okay, er ist gedamaged, aber sogar hart, aber das macht da überhaupt nichts. Den hole ich sogar raus. Es ist der Night King auf Viserion, also auf dem Icy Viserion. Ich weiß nicht, Staffel 6 ist Ende. Ich glaube, Staffel 6 ist es. Steht das irgendwo?
Auf jeden Fall am Ende, wo sie anfangen, auf die Mauer zu stürmen, auf die Eismauer. Und da hat der Lichtkönig ist ein anderes, der Nachtkönig, den Drachen schon quasi übernommen. Und das ist, während er auf dem Drachen reitet. Und das hier ist ein Glow-in-the-Dark-Pop, also der leuchtet im Dunkeln. Ich glaube, die Augen und der Kopf. Leider ist er anscheinend mit dem Cutter beim Auspacken der Box einmal in der Mitte durchgeschnitten worden, hier oben, dass er so echt kaputt ist. Aber ein sehr schönes Teil, was ich auch direkt mal auspacke. Im Normalfall, ich neige dazu, gute Pops zu sammeln, die einen Wertsteigerung hinlegen. Also hier die ich jetzt hier habe. Ich habe den Chase Joker with Kisses. Also wie gesagt, das ist ja eher für die Leute, die sich auskennen. Aber das sind so alle so Pops, wo ich sage, da wird der Wert steigen. Die packe ich dann auch nicht aus. Die habe ich auch in so einer Box drin. Aber das hier ist einer, den ich mir durchaus ausgepackt hinstellen werde. So. So, warum quäle ich mich, wenn ich ein Messer hier habe, wenn ich ein E auspacken möchte? So. Also gerade weil die Packung zerschnitten ist. Ja. So. Oh, man kann ihn sogar runternehmen. Der hat nichts abbekommen. Hier hat er einen kleinen Kleberest, das ist ein bisschen ärgerlich, aber an sich hat er sonst nichts abbekommen. Und da muss man natürlich schon sagen, ein verdammt cooles Teil. Ja, ich werde ihn auch noch mal irgendwie anders einblenden. Aber ja, Riesenteil. Und das ist doch mal ein schönes Ende. Mit meinem Mystery, ich gucke erstmal, ob noch irgendwas drin ist. Nee, noch ein bisschen Papier. Aber ansonsten, ja, sehr gut. Ja, sehr cool. Das war so eine Box, wo ich gedacht habe, wenn die nicht meinen Wünschen entspricht, schicke ich die wieder zurück und sage, falsch bestellt oder so irgendwas. Aber da muss ich sagen, allein der hier kostet ja neu, glaube ich, 36 Euro. Und das ist tatsächlich ein Game of Thrones, den ich sogar sammeln dürfte von meiner Frau aus. Und darum sehr cool. Die anderen drei, den will ich gar nicht mehr loslassen. Also in der Prinz aus Zamunda, nett. Marvel immer gut, Harry Potter nicht so meins zum Sammeln. Die kleinen Boxen hätten schlimmer aussehen können. Ich meine hier die große, dass die zerschnitten ist. Man sieht es direkt, aber an sich ist der Rest auch echt gut. Ja, gucken wir mal, was wir mitmachen. Ich bin begeistert. Ich hoffe, euch hat mein kleines Funko-Unboxing gefallen. Das ist jetzt was, was ich hin und wieder mal machen werde. Videos rund um Funko-Pops, einfach weil es mindestens mich begeistert. Und ich hoffe, damit ich den einen oder anderen damit auch noch begeistern kann. Und darum, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich über ein nettes Kommentar. Einen kleinen Daumen nach oben ist immer gut. Und für alle, die was Gaming-mäßiges sehen wollen und bis zum Schluss durchgehalten haben, es wird wieder ein bisschen was kommen, aber meine Zeit ist knapp. Ich danke euch, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.